haben, was an tollen Sachen erlebt haben. Das Ganze natürlich auf Case besonderen Wunsch mit einer hier zweistündigen PowerPoint-Präsentation. Genau. Wir wollten ein wenig bei der Gelegenheit auch ausprobieren, wie wir hier mit der modernen Technik mal zurande kommen. War gestern total kreativ. So, das ist so meine persönliche, mein persönliches Gefühl bezüglich Second Life. Ne? Das ist in 2003 gestartet und da hinten ist ein Eisberg. Völlig unabhängig von Lindenlab. Open Simulator mit der Entwicklung begonnen, auf der Basis eines freien Entwicklerteams. Fing das an dem 21.02.2009 relativ simpel an. Da gab es zunächst erstmal hier diese Treffen auf der Kugelwelt. In Open Simulator startet jede Sim so, wenn man sie die Vorhalte startet. Man hat einfach eine Kugel. Wenn man aber einfach mal so die Leute lässt und nach einer gewissen Zeit wieder hinguckt, dann stehen da ruckzuck schon irgendwelche Sachen rum. Also die Kreativität von Teilnehmern oder die Kreativität von Teilnehmern braucht man also einfach nur Tür und Tor zu öffnen. Und da entstand dann relativ schnell in Open Neuland, was immer noch nicht Open Neuland hieß, ein Stellwerk, in dem man sich da traf. Und in Second Life, in dem gleichartigen Stellwerk, wurde geplant und diskutiert und geplant. Und letztendlich irgendwann einmal die erste Skizze von Open Neuland entworfen. Und so kam der ganze Prozess dann in Gang. So dass wir jetzt letztendlich, das ist ein Bild von Open Neuland heute, stand gestern, vor einer riesigen Inhaltsflut stehen, die also beim besten Willen nicht mehr auf ein Bild passt. Das ist also ein Ausschnitt von Open Neuland. Soweit die Theorie. Jetzt gibt es ein bisschen Praxis. Und dann lassen wir da hinten mal was erscheinen. Erstmal das da weg. So, das, was da hinten erscheint, ist das Terrain unserer ersten Sim, die wir damals als Talentraspel gebaut haben, auf die wir dann ein relativ kleines Häuschen gesetzt haben. So, ich glaube, das Terrain ist da. Und das kleine Häuschen, das kann man jetzt da in der Mitte von Wäldchen sehen. Das war unser erster Versuch eines Büros in dem alten Talentraspel-Grid. Und ja, das kann man auch in Live noch besichtigen. Die Sims sind online, heißen Magrathea, oder diese Sim heißt Magrathea 1. Und dann haben wir in der Zukunft mit unseren begrenzten Bauskills halt noch ein bisschen Freebies draußen rumplatziert, wie man da jetzt sieht, halt eben so das Übliche aus Second Life. Wir sind ja so, was Bauen anbetrifft, nicht so die Experten. Dafür waren wir ja ganz froh, dass wir dann die Google-Männer gefunden haben. So, und jetzt verschwindet das Ganze wieder. Sollte es zumindest tun. Ein Video, das den Rundflug über das damalige Grid zeigt. Ich weiß nicht, wie das bei den einzelnen Clients mit der Kamerasteuerung funktioniert, aber man kann eigentlich mit der üblichen Kamerafliegerei auch ein bisschen daran auf die Sim schielen, sodass man also hier gar nicht aufstehen muss, um darüber zu gucken. Wie gesagt, also sind die Dinger natürlich auch live. Originalanordnung übrigens immer noch heute in Neuland Labor zu bewundern. Die haben sich seit einem Jahr dort nicht bewegt. Wenn man sich das Video anguckt, sieht man, was wirklich in dem einen Jahr geleistet wurde. Fänge, die wirklich von einem Blatt Papier ausgingen, die dann einsetzende enorme Bautätigkeit und die heute vorhandene erhebliche Dichte an Inhalt.
ganze Menge. Das ist nicht, dass das in einem Jahr stattgefunden hat. Ja, bis hin zu einem inzwischen schön bevölkerten Neuland-Labor, wo sich eine irrsinnige Menge an Freebies dann angehäuft hat und dem Ausklang in den ursprünglichen Meetingpunkt. Im Sommer des Jahres 2009 wagten unsere mutigen Pioniere ihren ersten Sprung zu den fremden Welten des ungesicherten Hypergrids. Unsere Wissenschaftler und Ingenieure hatten die Wege erkundet und als sicher befunden. Und so versammelten wir uns im Grid Wilder Westen und sprangen in ein neues Abenteuer. Wir erlebten viel und sahen manch seltsame ferne Länder, von denen vielleicht später. Ja, das war so ein kleiner Rückblick. Und natürlich ist ein Rückblick nichts ohne einen ordentlichen Showdown mit einer tollen Demonstration, was die technischen Möglichkeiten heute so hergeben. Wie ihr seht, habe ich es vor euch schon vorbereitet. Das Terrain, was vor euch erschienen ist, ist das originale, aktuelle Neuland-Mitte-Terrain. Und dort wird gleich Neuland-Mitte vom Stand ungefähr gestern Abend vor euren Augen entstehen. Es handelt sich hierbei um ein Live-Ratzen von ungefähr 13.000 Prims. Someday you wish upon a star.